Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einem CEO-Outfit, das ihr dann auch abspeichern könnt, unsichtbare Füße und unsichtbare Arme kriegen könnt. Soweit ich weiß, geht das nur mit einem einzelnen CEO-Outfit. Das werde ich euch jetzt damit mal zeigen. So, ihr begebt euch zu eurer Yacht und ihr müsst CEO erstmal sein. So, dann zieht ihr euch, wenn ihr genau das Outfit ihr haben wollt, so wie ich. Also mit den unsichtbaren Füßen und den Armen zieht ihr euch genau, wo ist es, genau das Outfit hier, ein Kriegsherr. Das müsst ihr anziehen. Habt ihr das an, geht ihr in den Pool rein, dann hat er seine Badeklamotten an, dann geht ihr nochmal aufs CEO und wechselt kurz das Outfit, dann habt, damit ihr wieder das Kriegsherr Outfit im Pool anhabt. So habt ihr das an, müsst ihr als wie CEO zurücktreten, so wie ich jetzt. So, jetzt bin ich zurückgetreten, jetzt geht ihr nochmal ins Inventar, Accessoires, dann geht ihr auf Motorradhelm und spammt ungefähr so 8 bis 10 Sekunden an und aus. Müsste eigentlich reichen. So, habt ihr das gespammt, macht ihr ganz mal wieder zu und geht auf online und geht auf neue Sitzung finden. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ich wieder gespawnt bin. Also bis gleich. Ja, es ging leider schneller als gedacht. Also ich war eben gerade, wo ich die Aufnahme ausgemacht habe, wieder da. Naja, ist auch egal. So, habt ihr das jetzt an? Also ihr seid jetzt kein CEO mehr, wie ihr bei mir auch seht. Ich bin keiner mehr. Aber ich habe trotzdem das Outfit an. Das heißt, man kann es jetzt abspeichern. Bevor wir es abspeichern, gehen wir nochmal auf Schuhe und gehen auf Stiefel. Dann gehen wir auf keine Schuhe. Dann habt ihr unsichtbare Füße. Oder unsichtbare Knöchel zumindest. Ihr könnt euch dann auch Schuhe darüber anziehen. Trotzdem ist es dann unsichtbar. Wie man sieht. Flipflops sehen am geilsten aus irgendwie. Naja, ich mach das lieber ohne Füße, ohne Schuhe. So, dann speichert ihr das Outfit erstmal ab. So, jetzt habe ich das Outfit abgespeichert und jetzt müsst ihr zum Klamottenladen. Oder zumindest gleich zu eurem Apartment wäre am besten. Also dann bis gleich in mein Apartment. So, in euer Apartment angekommen, müsst ihr euch jetzt erstmal ein Hemd für Westen anziehen. Weil sonst kriegt ihr die unsichtbaren Arme nicht. Und zwar geht ihr auf Hemd für Westen. Ne, doch nicht, auf Westen. Und zieht euch entweder die hier an, dann habt ihr lange Arm, dann habt ihr den kompletten Arm unsichtbar, oder so einen kurzen, dann habt ihr nur die Hälfte unsichtbar, so wie ihr das halt wollt. Also ich nehme jetzt mal in meinem Fall jetzt mal einen langen, zieht mal den Plunder hier mal an. So, habt ihr den an, müsst ihr das jetzt erstmal nochmal abspeichern. So, jetzt müsst ihr euch den Raubüberfall Aura Wall anziehen, wegen der Gasmaske halber, weil sonst kriegt ihr auch keine unsichtbaren Arme. Die Gasmaske braucht man dafür wirklich. Jetzt müsst ihr den Brillemaske Hut Glitch am Fernrohr machen, den wohl jeder kennt. Vorbeilaufen und steuern kurz nach rechts. Okay, jetzt hat er bei mir beim ersten Mal nicht geklappt. Ja, nicht. Nö. So, jetzt bleibt er hier stehen, ohne die Gasmaske aufzuhaben, die Kapuze. Jetzt wählt ihr euch nochmal das Outfit aus, was ihr eben abgespeichert habt. So, das hier. So, jetzt geht ihr nochmal weg und dann habt ihr automatisch die Gasmaske drauf. So, das Outfit müsst ihr jetzt nochmal abspeichern, aber ihr könnt euch jetzt erstmal vorher nochmal, zumindest müsst ihr euch vorher nochmal eine Panzerung draufziehen. Ist eigentlich egal welche. Das ist das Problem nämlich. Da weiß ich selber noch nicht, wie ich das machen soll. Also bei den Outfit kann man keine Panzerung draufziehen. Würde man sich jetzt ein kurzärmeliges anziehen, kann man sich eine Panzerung draufziehen. Deswegen speichere ich das ab und probiere das ohne Panzerung.
Müsste eigentlich theoretisch auch gehen, schätze ich mal. So. Habt ihr das jetzt abgespeichert? Geht ihr auf schneller Job und geht in ein beliebiges Capture rein. Und dann sehen wir uns, wenn ich da angekommen bin. So, in Capture angekommen. Muss jetzt erstmal warten, bis der gestartet ist. So, der Typ da gerade probiert gerade seinen Bauch bei der Security Surfjacke unsichtbar zu machen, was aber nicht funktioniert ohne die Gasmaske. So, egal ob ihr jetzt die unsichtbaren Arme habt oder nicht, ihr müsst jetzt trotzdem den Job verlassen. Ihr müsst das wirklich so machen, anders jetzt nicht. So, wenn ihr jetzt wieder gespawnt seid, müsst ihr jetzt erstmal den Job von Rockstar hosten. Und eine beliebige Mission von Rockstar. Zum Beispiel ein Job für einen Titan, was ich jetzt persönlich nehme. So, und den Job müsst ihr dann komplett starten. Ganz normal. Und wenn ihr jetzt in den Job angekommen seid, werdet ihr sehen, dass ihr wieder unsichtbare Arme habt. Und jetzt könnt ihr es nämlich abspeichern. Ja, und ihr müsst jetzt erstmal zu einem beliebigen Waffenladen fahren, also sehen wir uns gleich. So, jetzt sind wir im Waffenladen angekommen. Ich bin ja gerade mit dem Zug hierher gefahren, was ganz chillig ist. Und dann sind Personen im Waffenladen. Auf jeden Fall könnt ihr, jetzt ist es weg, jetzt könnt ihr das Outfit abspeichern. Und dann könnt ihr auch den Job wieder verlassen oder zu Ende spielen, wie ihr es wollt. So, wenn ihr dann wieder gespawnt seid, könnt ihr euch dann die Tasche und so weiter drauf flitschen, wie ihr es wollt. Und wenn ihr einmal auf Brille geht, dann ist die Brille auch weg. Dann könnt ihr euch noch Maske, Hut und so weiter drauf flitschen. Und ja, ich gehe das Outfit jetzt hier noch abspeichern, dann war's das eigentlich mit denen. Dann habt ihr unsichtbare Arme plus unsichtbare Füße. Ob ihr jetzt nun die halben Arme nimmt oder die komplett die ganzen, müsst ihr wissen. Hier sind schon wieder welche. Auf jeden Fall müsst ihr bei den, wenn ihr die halben Arme haben wollt, dann müsst ihr die Panzerung draufpacken. Weil bei den Langärmeligen geht's ja nicht, wie man sieht. Bei der Kurzärmeligen geht's. Was ich sehr schade finde. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst es zu abonnieren. Würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.